Jetzt zur kinetischen Gastheorie. Wie schon vorhin kurz gesagt, brauchen wir noch eine Möglichkeit, unsere eher makroskopischen, also Zustandsgrößen wie Temperatur, Volumen, Druck, in Verbindung zu bringen mit den mikroskopischen, also den atomistischen Eigenschaften jetzt des Gases. Und da wird es wird jetzt fast ein bisschen esoterisch, könnte man meinen. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt gleich nicht dran vorbeikomme, Effekte der Quantenphysik ins Spiel zu bringen. Die machen sich hier bemerkbar, ohne aber ja, da eine richtige Grundlage uns zu verschaffen. Also das heißt, ich werde jetzt das eigentlich unmögliche Experiment wagen, Quantenzahlen ins Spiel zu bringen, ohne Quantenphysik zu betreiben. Deswegen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn da jetzt Dinge kommen, die etwas seltsam erscheinen oder anmuten. Ja? Aber fangen wir mal an mit einem ganz wichtigen neuen Begriff, der nachher auch im ersten Hauptsatz eine große Rolle spielt. Das ist der Begriff der inneren Energie. Und dafür wurde jetzt in der Thermodynamik nochmal das Symbol Groß U speziell eingeführt. Ja, wir natürlich nicht verwechseln mit elektrischer Spannung, aber es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man bedenkt, dass die Spannung U im Grunde auch sowas ist wie eine Energie, potenzielle Energie pro Ladungseinheit. Aber es ist was anderes, ja. Die innere Energie ist also direkt eine Energie in Joule. Es ist die Gesamtheit der in dem Gas gespeicherten Energie. Und jetzt muss man wissen, im einfachsten Fall ist diese gesamte innere Energie reine Bewegungsenergie, wenn auch ungeordnet, also kinetische Energie. Zum Beispiel in einem einatomigen idealen Gas. Das kann gar nichts anderes tun, aufgrund der Einfachheit des Modells, als Wärme zum Beispiel, die ich zuführe, in Form von Teilchenbewegung aufzunehmen. Ja, das ist also von dem her schon mal der einfachste Fall. Aber wir dürfen nicht vergessen, es kann auch eine Form von potenzieller, nämlich Bindungsenergie geben. Die macht sich dann aber hauptsächlich muss man sagen, in Festkörpern bemerkbar. Unter Beachtung gewisser quantenmechanischer Voraussetzungen, ja, die zum Beispiel bedeuten, dass das nicht auf beliebige Art und Weise hier zum Beispiel solche Dinge wie Schwingungen zustande kommen. Über so einen größeren Körper hinaus betrachtet. Und fangen wir mit dem Einfachsten an. Wie gesagt, wir müssen jetzt auch möglicherweise Körper, sowas wie Kristalle, mit in Betracht ziehen. Aber grundsätzlich gilt, dass man bei frei beweglichen Teilchen bis zu 3 Freiheitsgrade der Translation hat. Ja? Übersetzt heißt es ja so viel wie Linearbewegung. Einfach, dass die Teilchen sich, weil sie sich, also klassisch gesehen, in einem dreidimensionalen Raum befinden, entlang der 3 kartesischen, ja, üblicherweise verwendeten Raumrichtungen frei bewegen können. Tatsächlich führt es auf einen Faktor 3, hier spricht man von Freiheitsgraden, 3 Freiheitsgrade der Linearbewegung. Und es spielt im Kontext mit gewissen quantisierten Größen eben eine Rolle, dass ich hier 3 Freiheitsgrade habe. Nehmen Sie das einfach, ich habe es schon vorhin gesagt, es bewegt sich jetzt alles hier auf etwas wackeligem Grund, weil wir nicht so recht wissen, wie man das quantenphysikalisch beschreiben müsste, um es präzise zu begründen. So, dann gibt es aber unter Umständen noch die Möglichkeit der Rotation. Ich rede immer von Möglichkeiten, Energie zu speichern. Und ich muss immer wieder dazu sagen, unter Beachtung quantenphysikalischer Bedingungen, heißt es kann noch mal bis zu 3 Freiheitsgrade der Rotation geben. Gemeint ist eine Rotation um sogenannte Hauptachsen. Da können Sie sich aber erinnern aus der Mechanik. Da haben wir gesprochen über Hauptträgheitsmomente. Ja, bei symmetrischen Körpern, Stichwort Trägheitsmoment, wie groß ist das um eine gegebene Rotationsachse herum? Und das setzt voraus, dass unsere Teilchen, die hier in Rotation sich versetzen lassen, quantenmechanisch wohlgemerkt, also quantisiert, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, über ein nennenswertes Trägheitsmoment Rotationsenergie zu speichern. Und da kommen Sie jetzt gleich mit mir dahinter, was das nämlich heißt, frühestens dann, wenn ich Moleküle ins Spiel bringe, können solche, in dem Sinne speicherbaren Rotationen, energiebehaftete Rotationen eigentlich erst entstehen. Können Sie sich vorstellen, dass so ein Einzelatom in dem, wenn auch sehr naiven Kügelchen-Modell, vielleicht ein Wasserstoffatom mit einem
in seinem Energiegrundzustand, wenn man da an die Wellenfunktion denkt, dass da das einfach unmöglich ist, es so überhaupt in Rotation zu versetzen, geschweige denn so, dass es dabei Energie speichert. So muss man sich das vorstellen, ja? So, und die Oszillation, wie gesagt, Schwingungen kommen erst im Grunde genommen dann bei Festkörpern ins Spiel mit sogenannten Schwingungsmoden. Jetzt bin ich schon wieder leider auf den falschen Knopf gekommen. Moment, gleich. Und jetzt wollen wir aber das mal doch noch eine Stufe genauer wissen und jetzt uns nochmal auf Gase beschränken, ja? Und bei Gasen, um das einfach nochmal abzugrenzen, gibt es, und klein f bezeichnet jetzt die Anzahl dieser Freiheitsgrade. Jetzt gibt es drei Fälle zu unterscheiden, interessanterweise, nämlich einatomige und damit natürlich auch unsere idealen Gase, die ja von so einem Kügelchenmodell ausgehen, elastischen Stößen und ohne irgendwelche molekularen Effekte. Zweiatomige Gase und dann drei oder mehratomige Gase. Tatsächlich gibt es diese drei Fälle zu unterscheiden. Warum? Folgendes: Ein einatomiges Gas hat pro Teilchen die drei Freiheitsgrade der Translation, ne? Weil jedes Gasatom sich praktisch in drei Raumrichtungen ja im Prinzip frei bewegen kann und damit aber, wenn Sie so wollen, drei unabhängige Arten hat, um Energiepakete zu speichern. Ich muss jetzt leider so halbquantenphysikalisch sprechen. Aber kann es dann nicht schwingen eigentlich, ein atomiges? Ja, also das schon mal auch nicht. Ach so, Sie meinen jetzt in so einem, denken Sie da so ein bisschen wellenfunktionmäßig? Ja, also aus einem, wie zum Beispiel. Ja, es ist so, aus einem ähnlichen Grund, aus dem es auch nicht rotieren kann. Jedenfalls nicht, um Energie zu speichern, ja? Ich könnte Ihnen das jetzt auch mit so halbwissenschaftlich erklären, aber das fangen wir gar nicht an. Sie müssen mir glauben, erst wenn man das sauber quantenmechanisch beschreibt, ist es einsichtig. Das ist keine, okay. Ja, also Sie müssen unter einer Schwingung jetzt wirklich sowas verstehen wie in einem Kristall, der dann so richtig über die gesamten Abmessungen in so einem Resonanzgerät, ja. Und sowas kann man richtig auch sichtbar machen, dass man durch Wärmezufuhr in Festkörper in Schwingungen versetzt und sie damit messbar Energie speichern. Das ist so, aber das werden Sie nicht bei frei beweglichen Teilchen haben. Okay, die müssen in einem Verbund sich befinden. Quantenphysikalisch ist so, ne? Okay, genau, zweiatomige Gasmoleküle haben aber jetzt tatsächlich schon eine neue Möglichkeit. Und das hatte ich vorhin gesagt. Wenn wir jetzt an sowas denken wie, dann vielleicht doch wieder molekularer Wasserstoff, ja, H2, also, oder O2, also O2 ist molekularer Sauerstoff. Sie haben zwei gleichartige Atome mit chemischer Bindung und dadurch ein nennenswertes, auch quantenphysikalisch nennenswertes Trägheitsmoment. Können Sie sich vorstellen, wie so eine Keule, wenn ich mir jetzt ganz, das ist natürlich auch immer noch sehr naiv, wenn ich mir so ein zweiatomiges Molekül so vorstelle, dass es jetzt im Prinzip also um diese Verbindungsachse herum rotieren kann. Also wenn ich mir das so vorstelle, es wäre jetzt dann praktisch diese Symmetrieachse, dann könnte es jetzt sozusagen, ja, ich weiß nicht, wie ich es darstellen soll, entweder so rotieren, so sozusagen in der dritten Dimension um diese Achse herum, aus der Bildschirmebene heraus, ja, das eine. Und das andere wäre, dass es sich wirklich so flach innerhalb des Bildschirms hier im Kreis bewegt. Bin ich da richtig? Ja, und zwar um eine Achse, die jetzt senkrecht hier so, da macht man das ja häufig so, in den Bildschirm hineinragen würde. Schwer zu zeichnen jetzt so auf die Schnelle, ja. Aber wichtig ist, machen wir es lieber so, die einzige Art von Energie, relevanter Rotation, die nicht in Frage kommt, ist die um die Verbindungsachse selbst. Ja? Da müssen Sie wieder sehen, das ist dann so ähnlich wie beim einatomigen Gas, dass es um diese Achse herum kein nennenswertes Trägheitsmoment gibt. Ja, deswegen bekommt ein zweiatomiges Gas jetzt auch nur zwei zusätzliche Freiheitsgrade, nämlich der Rotation. Und erst wenn es drei Moleküle hat, das reicht dann schon aus, das wäre jetzt mal ganz naiv dargestellt, sowas wie ein Wassermolekül, H2O, dann hat es tatsächlich um alle drei Raumachsen herum ein relevantes Trägheitsmoment. Also das ist, wie gesagt, hier auf dem Level nicht wirklich überzeugend begründbar, aber Sie sehen, interessant, und das kann man wirklich experimentell hervorragend
bestätigen, dass einatomige Gase wirklich drei Freiheitsgrade, das werden wir nachher sehen, wie sich das auswirkt, ne, bei experimentell besitzen, zwei atomige dann fünf und drei oder mehr atomige tatsächlich sechs, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ein dreiatomiges Molekül hat nachweislich doppelt so viel an der Stelle Energiespeichermöglichkeiten wie ein einatomiges. Obwohl die auch dann doch ziemlich unterschiedlicher Natur sind. Wollen wir es mal nicht zu sehr vertiefen. Wir wollten uns sowieso auf ideale Gase beschränken und wollen einfach, ich wollte Ihnen einfach klar machen, was, wo dieser seltsame Faktor 3 dann eigentlich herkommt in den folgenden Gleichungen. Und davor noch kurz zum ganz wichtigen Gleichverteilungssatz, der immer so ein sogenanntes thermodynamisches Gleichgewicht beschreibt und oder voraussetzt. Und in einem solchen Gleichgewicht, im Grunde definiert es das regelrecht, ist es so, dass jedes Teilchen die gleiche durchschnittliche, also mittlere Energie pro Freiheitsgrad besitzt. Der Gleichverteilungssatz sagt also eigentlich im Klartext aus für ein ideales Gas, dass diese ungeordnete Teilchenbewegung absolut isotrop erfolgt. Das ist so ein Fachbegriff, ne? In allen Richtungen gleich. Ja, also da gibt es keine bevorzugte Richtung. Und dadurch entfällt auch gleich viel Energieanteil auf die drei Raumrichtungen. Egal, wie Sie die wählen, ne? Wie Sie Ihr Koordinatensystem wählen. So, aber das heißt am Ende, und jetzt erst kommt die Quantenphysik da so richtig mit rein, wo man merkt, da muss jetzt wohl irgendein Quanteneffekt drin stecken. Es ist die thermische Energie, die wir vorhin schon grob identifiziert haben. Wollte ich noch mal kurz erinnern, als ich gesagt habe, hier, ideale Gasgleichung, da sieht man doch schon fast, oder ahnt man schon, dass das auf der rechten Seite sowas ist wie die gesamtthermische Energie des Gases, Anzahl Teilchen mal Kt, Kt als Einzelenergie eines Einzelteilchens, durchschnittlich, die Temperatur als Maß für die Bewegungsstärke, also für die Menge an Bewegungsenergie. Und da sind wir schon nah dran. Das Einzige, was jetzt kommt, ins Spiel kommt, ist zu dem K mal T ein spezieller weiterer Vorfaktor, quantenmechanisch bedingt. Und da zeigt sich, pro Freiheitsgrad, hier benutzt man noch gerne das Groß E als Symbol für die Energie, zumindest für Teilchen, ja, ist das eine Querstrich für Durchschnitt, ja, eine durchschnittliche Energie des Einzelteilchens pro Freiheitsgrad jetzt der Energiespeicherung von 1,5 mal Boltzmann-Konstante mal Temperatur. Und dieser Faktor 1,5, wie gesagt, dank der Quantenphysik, jetzt müssen wir sehen, der wird jetzt halt entsprechend, weil wir drei Freiheitsgrade haben im einatomigen Gas der Bewegung, mal 3 genommen. Und damit, daher kommt dieser seltsame Faktor, der jetzt in ganz vielen Gleichungen auftaucht, trägt nämlich ein ideales Gas einerseits nur kinetische Translationsenergie, also reine Bewegungsenergie ohne Rotation und sonstiges, seiner Teilchen als innere Energie. Und die innere Energie ist jetzt, können wir es erst festlegen, also demnach gleich Teilchenzahl, groß N, mal Durchschnittsenergie pro Teilchen. Und weil es drei Freiheitsgrade hat, deshalb Teilchenzahl mal 3/2 mal K mal T. Das darf man also nicht verwechseln mit der rechten Seite der idealen Gasgleichung. Dort nämlich steht ja P mal V gleich N mal K mal T. Da haben wir diesen Faktor 3/2 nicht. Da geht es auch nicht um die Menge an Energie, die da wirklich messbar gespeichert ist, sondern nur, inwieweit sich das auf Druck und Volumen auswirkt. Na, dort, also wenn Sie so wollen, sind dort diese Quanteneffekte nicht im Spiel bei diesen Zustandsgrößen. Naja, das ist schwer zu verstehen, wenn man es nicht so noch, wenn man da nicht noch weiter ausholt. Wir nehmen das jetzt einfach an. Und jetzt vergleichen wir aber diese neu gefundene Gleichung mit der, ich kürze immer ab, IGG steht für ideale Gasgleichung. Ja? Und dabei kommt jetzt was Interessantes zustande und das nennen wir nachher auch die Grundgleichung der kinetischen Gastheorie. Die ist hier rechts unten eingerahmt. Folgendes, Gasgleichung sagt nach wie vor P mal V gleich N mal K mal T. Also im Wesentlichen das Gleiche wie hier N mal 3/2 K mal T. Wir müssen nur diesen Faktor noch irgendwie rausbringen. Und damit können wir eine Verbindung herstellen zwischen Druck, Volumen und innerer Energie. Wir werden gleich sehen, warum. Machen wir das, indem wir jetzt sagen, wie geht es am einfachsten? Ich würde mal so sagen, lassen wir mal das U so ein bisschen außen vor. Aber wenn ich diese Gleichung hier mal 2/3 nehme, wohlgemerkt, um diesen Faktor auszugleichen, ja,
also der Kehrwert von 3,5 bis 2 Drittel. Wenn ich die Gleichung hier mal 2 Drittel nehme, bekomme ich n mal k mal t. Das gleiche, was hier steht. Wenn ich dann, muss ich aber auch auf hier, auf der Seite mal 2 Drittel nehmen. Deswegen 2 Drittel mal Teilchenzahl mal Durchschnittsenergie Einzelteilchen. Schauen Sie von hier nach da. Hier steht 2 Drittel Teilchenzahl mal Einzelteilchenenergie, Bewegungsenergie. Ja, e quer. Und jetzt, weil das jetzt gleich n mal k mal t ist, ebenfalls auch gleich p mal v. Jetzt haben wir einen Zusammenhang hergestellt. Noch nicht so ganz klar, aber das kommt jetzt dann in Kürze. Ja, zwischen unseren Zustandsgrößen unseres Gases und dann eben dieser Einzelteilchenenergie. Und jetzt mache ich nochmal einen Sprung und sage Folgendes. Wir haben jetzt verstanden, dass das reine translatorische Bewegungsenergie ist. Und deswegen können wir in die klassische Mechanik gehen und sagen, die durchschnittliche Einzelteilchenenergie ist im Rahmen der klassischen Mechanik jetzt pro Teilchen gleich, Sie wissen noch, 1/2 mv², Bewegungsenergie, 1/2 mal Teilchenmasse, mt nenne ich das, hat nichts mit Temperatur zu tun, Teilchenmasse, mal, und jetzt v² quer, da müssen Sie, da muss man ein bisschen Statistik, die dahinter liegt, müsste man noch ergründen. Und zwar ist es wichtig, wenn ich hier eine Durchschnittsbildung mache, bei E mit Querstrich heißt ja Durchschnittswert, dann muss ich das auch auf der quadrierten Geschwindigkeit machen. Und nicht auf der Geschwindigkeit v und dann quadrieren, weil sonst würde ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit, ist ja eine vektorielle Größe, ne? würde ich in allen Raumrichtungen Durchschnittsgeschwindigkeit 0 bekommen, ja, bei einer chaotischen Teilchenbewegung, und dann wäre es 0. Also das hat gute Gründe, dass man hier die quadratische Geschwindigkeit zeitlich, oder nicht zeitlich, sondern über die Teilchen hinweg mitteln muss, also Durchschnittswert nehmen. Also da spielt jetzt sehr viel Statistik noch mit rein. Aber was wir jetzt da schon mal stehen haben, ist, dass die durchschnittliche mittlere betragsmäßige Teilchengeschwindigkeit v jetzt ins Spiel kommt. Das meinte ich vorhin mit mikroskopischen Größen. Die bringen wir jetzt in Zusammenhang mit den Zustandsgrößen des Gases. Achtung, es wird ein bisschen anstrengend nochmal kurz. Folgendes jetzt. Jetzt, ich stelle die ideale Gasgleichung um, folgendermaßen. Ich will den Druck isolieren, also als Größe. Ich will, dass P alleine dasteht, hier, klein p, der Druck, der ist gut messbar. Ja? Dafür teile ich diese Gleichung durch V, durch das Volumen. Hier verschwindet es dann, ne, deswegen ist auch hier verschwunden, aber es taucht dann drüben auf, und zwar wahlweise hier, hier oder eigentlich hier. Da müsste ich, das ist halt jetzt ein bisschen gemein, weil jetzt werden Sie sich wundern, steht auf einmal ein Drittel. Also hier 3/2, dann 2/3, 1/2 und jetzt 1/3. Das hat folgenden Grund. Boah, da hätte ich noch einen Schritt mehr machen müssen. Aber ich glaube, Sie kriegen es mit mir gemeinsam hin. In irgendeiner Form will ich, versuchen wir es mal. Dieses E quer setzen wir hier ein. Okay? Dann steht hier, anstelle von E quer steht dann 1/2 Teilchenmasse mal V² quer. Das da steht dann hier und vorne steht noch 2/3 mal Teilchenzahl N. Also insgesamt ein Faktor 2/3 mal 1/2. Das ist der Grund, der Gesamtfaktor 2/3 mal 1/2, der wird nachher 1/3. Was dann noch da steht, ist Teilchenzahl N oben, weil ich dann durch V geteilt habe, habe ich gesagt, um P alleine zu haben, P hier, habe ich durch V geteilt, also steht dann noch durch V, das fasse ich zusammen, groß N durch V, und statt E quer, wie gesagt, habe ich schon 1/2 mv² quer ersetzt. Jetzt sehen wir, wie man das zusammengefügt hat. Was haben wir jetzt da erreicht? Hier, das ist noch cool, weil Teilchenzahl geteilt durch Gesamtvolumen des Gases, das ist exakt die Anzahl der Teilchen pro Kubikmeter. Na, was ich hier habe. So eine Art, man nennt es auch Anzahldichte. Aber ich könnte es auch so machen, hier steht Teilchenzahl mal Teilchenmasse. Und wenn ich das zusammenfasse, habe ich die Gesamtmasse. Das heißt, ich kann hier auch schreiben, es ist klein m Gesamt durch V Gesamt. Masse durch Volumen, also Massendichte. Und die nennen wir Rho, kleines Rho, griechisch, Kilogramm pro Kubikmeter. Ergebnis ist, und das heißt Grundgleichung der kinetischen Gastheorie, weil sie halt schon sehr, sehr fundamental ist für diesen Zweck. Die lautet jetzt überraschenderweise vielleicht, was den Faktor betrifft,
dass der Druck gleich ein Drittel Massendichte mal durchschnittliche quadratische Geschwindigkeit. Das ist hochinteressant, dass man diesen Faktor ein Drittel hat. Sowas taucht nachher auch auf, wenn man dann die sogenannte Energiedichte, selbst in den Einsteinschen Feldgleichungen spielt es eine große Rolle, wenn man einen Zusammenhang zwischen Energiedichte herstellt und Druck, dann stellt sich raus, dass da immer so ein Faktor 3, was den Druck betrifft, weil der in allen Richtungen wirkt, ja, im Spiel ist. Das hängt also eng zusammen auch mit dieser Betrachtung. Na gut, wir haben das jetzt. Warum ist es jetzt so toll? Naja, es ist ein Zusammenhang zwischen Druck, Dichte und Geschwindigkeit im Schnitt eines Teilchens. Und das war, hat halt eine sehr, sehr große Rolle auch in der Begründung der Thermodynamik gespielt, als nämlich Boltzmann, er ist ja jetzt auch einer der berühmtesten Vertreter dieser Erkenntnisse, als Boltzmann dann mit Hilfe auch seiner entsprechenden berühmten Konstante, Boltzmann-Konstante K, aufstellen konnte, mathematisch sauber, theoretisch fundiert, ein Modell für die Geschwindigkeitsverteilung in einem heißen Gas. Also mit heiß meine ich jetzt ein Gas, das eine ganz bestimmte Temperatur hat. Und das hat dann geführt auf die berühmte Boltzmann-Verteilung. Es ist eine modifizierte Exponentialfunktion, hochinteressant. Und, aber das ist ein, man kann schon sagen, auch eine Sternstunde der Physik gewesen, wenn man bedenkt, dass man hier eine Situation hat, wo man theoretisch und experimentell punktgenau zum gleichen Ergebnis kommt und gut begründen kann, eben auch mathematisch darstellen kann, warum und dass die Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen in einem Gas bei bestimmter Temperatur einen ganz bestimmten Verlauf hat. Sehen Sie, die sind alle verankert im Ursprung, die Kurven, weil das die, glaube ich, mal die kleinste Geschwindigkeit ist, betragsmäßig, die ein Teilchen haben kann, nämlich 0, ne, V gleich 0. Dann macht es so den Eindruck schon von so einer modifizierten, ich weiß nicht, kommt drauf an, also eher, aber ja, geht schon fast in Richtung Glockenkurve, ja, kann aber nicht im Gegensatz zur gaußschen Normalverteilung, es ist ja so was Statistisches, ne, kann aber gar keine Achsensymmetrie besitzen zum Scheitelpunkt, weil, wie gesagt, die Geschwindigkeit nach unten durch Null begrenzt ist und nach oben offen, also die kann ja theoretisch beliebig groß werden. Merken Sie, bei 100 Kelvin, 300 Kelvin, 500 Kelvin sind nur Fantasiebeispiele, wird man bei, das ist absichtlich so gezeichnet, da wird man deutlich größeren Anteil der, die nennt man auch Ausreißer, ne? Also von Teilchen haben, die eine ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit haben, obwohl das Gas bei der Temperatur eigentlich eine deutlich kleinere Geschwindigkeit im Schnitt, ne, haben sollte. Also es sind alles Dinge, die man theoretisch gut nachvollziehen kann. Und jetzt muss ich dazu sagen, nur damit Sie es mal gesehen haben, man muss hier nochmal feinsinnig unterscheiden zwischen drei verschiedenen, ja, Durchschnittswerten, wenn man so will. Nämlich einmal der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit, die wirklich dem Maximum der Kurve entspricht, dann der, sagen wir mal, in erster Potenz, also sozusagen der Durchschnittsgeschwindigkeit betragsmäßig, das ist sowas wie der Schwerpunkt der Fläche, die Kurve bildet, ja, der liegt tatsächlich etwas weiter rechts, weil die Kurve hier offen ist und dort drüben geschlossen. Und dann zu guter Letzt diese vorhin erwähnte mittlere quadratische Geschwindigkeit, die ist noch etwas größer, weil durch das Quadrieren bei der Mittelwertbildung man die größeren Geschwindigkeiten etwas stärker gewichtet. Warum die so wichtig ist, das hat eben zu tun damit, dass man die genau braucht, um die durchschnittliche Teilchenenergie zu bestimmen, ja, weil es ja Bewegungsenergie ist und weil dort die Geschwindigkeit quadratisch drin steckt und deswegen sich größere Geschwindigkeiten stärker auswirken. Also das ist ein interessanter Befund, dass die es tatsächlich so angeordnet sind, diese drei unterschiedlichen, ja, wie soll man sagen, Arten von Mittelwert der Geschwindigkeit. Das ist, wir brauchen es nicht weiter, ne? Also wir haben es jetzt mal gesehen, weil es halt schon sehr grundlegend ist. Was wir brauchen, das sind dann die, zumindest der erste Hauptsatz und am Rande auch noch der zweite Hauptsatz der Thermodynamik für unsere Betrachtungen dann zu den Kreisprozessen.